Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Don't Starve, dem Spiel, wo ich regelmäßig sterbe. Jedenfalls haben wir da ein paar Häschen. Schon wieder. Ich weiß gar nicht, wohin mit euch allen. Habt ihr doch so viel Fleisch schon? Mann, Mann, Mann. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann... Ach so, aber ich habe voll Hunger. Oh, wartet. So, aber es ist doch gar nicht so spät. Habe jetzt auch keine Lust mehr, irgendwas zu essen zu machen. Also ich kann im Notfall, wenn ich hungrig bin, hungern. So, was anderes, viel Wichtigeres. Wieso habe ich immer noch keinen Rucksack? Ja, ich habe erst vor kurzem erfahren, dass es sowas gibt. Was ist das? Egal. Fishing Rod, Banknet. Und ich weiß gar nicht mehr wo. Ich muss schauen, wo findet man den Shit? Das ist wohl nicht im, ja, im Futter eigentlich nicht. In den, ach, ich weiß es nicht mehr. Da wohl auch nicht. Ich glaube, es war doch hier, oder? Hier muss er irgendwo sein. Insulated Luxury Siesta Tent vor irgendwas. Dual Piggyback. Ja, Piggyback ist fast dran. Backpack. Wir machen uns ein Backpack. Und tun jetzt das weg. Und tada. Wir brauchen unbedingt was zu futtern. Na gut, wir haben jetzt ein bisschen Gras verbraucht. So, egal. Los, los, los. Jetzt machen wir uns hier eben noch ein paar schöne Fleischhappen zurecht. So. Gebraten, ja. Crooked Morsel. Also ich habe vorher das ja gespielt, aber total vergessen, dass sowas wie ein Piggy... Also nicht Piggy Bag, sondern Rucksack gibt. Aber jetzt kommt das Futter ja doch. Toll. Und naja, das ist ohne Probleme... Das ist eigentlich ohne Kosten... Naja, ja, herstellbar ist. Also wirklich, ohne dass man irgendwie Angst haben muss. Also das, keine Ahnung, wie mir das aus meinen Gedanken entfliehen konnte. Entfleuchten, würde ich ja sagen. Aber gut, ist passiert. Auch dich töten wir. Und dich, ja. Ach, diese Häschen, diese Produktion, die sie mir dieses Königreich der Hasen erbringt. Oder soll ich das vielleicht als Opfergabe verstehen? Jedenfalls bin ich sehr dankbar dafür. Wirklich. So. Haben wir noch mehr Häschen, die gefangen sind? Ich glaube nicht. Was haben wir denn jetzt? Wir haben diese Dinger. Die sind für unseren geistigen Zustand. Wow. 96. 121. Okay, das können wir noch einmal gönnen. Das waren die großen, ja. Die habe ich nicht so oft. So, was ist unser nächstes Tier eigentlich? Ich will meine Farm hier ja noch vergrößern. Wir haben doch einen Saibling. 10, 20, 30. Wir brauchen 9 davon. Ja, okay. Ich denke, die können wir auch mal essen. Ja, nachdem wir irgendwann mal essen. Also Organ. Oder ich pflanze sie einfach hier irgendwo hin. Vielleicht auch weiter weg von mir. Jedenfalls können wir... Ja, wir pflanzen mal hier. Weil es ist ja unfair, jetzt diese Dinger vergammeln zu lassen. Viel zu schade, wo man doch hier schöne Bäumchen pflanzen kann. So. Wir brauchen noch 9 mal, ja, was habe ich gesagt? Ja, dieses Ding eben. Oh Mensch, hier habe ich es immer noch auf Tab. Okay, und wo finden wir hier? Finden wir da vielleicht, also gehen wir nach unten hier lang. Ja Mann, mit unserem neuen stylischen Rucksack. So, und ein bisschen Gras könnte natürlich auch nicht schaden, wenn wir Gras finden, dass wir Gras bauen. Gras abpflanzen meine ich, bauen. Wie kann ich denn bitte jetzt auf Gras bauen? Also ein Joint bauen, ja, aber Gras bauen? Nee, Pflanzen, ja. Das wäre schon richtiger. Aber okay, ich möchte ja nicht hier Korinthen ausscheiden. Jedenfalls haben wir ein Skelett gefunden. Nicht hoffentlich ich bin. Und eine Torch. Wo findet man normalerweise denn eine Torch? Nur hier bei mir, mitten in der Wildnis. Das finde ich gut. Sogar sehr gut, aber die wird gleich... So, wir haben also jetzt eine Lichtquelle. Wenn ich mal was vergessen habe. Ich brauche auch eine Schaufel, oder? Ich habe keine Schaufel. Dann bauen wir uns eine. Packen sie direkt mal dahin, genau. So, wir haben also genug Gräser. 9 mal bauen wir das ein und dann geht's an die Bären... Naja... Was... Würdest du bitte rauskommen? Möchtest du nicht? Ich kann dir auch nachhelfen.
Ah ja, Mistviecher. Aha. Woher soll ich das wissen, dass die jetzt... Na gut, rauskommen. Ja, wir folgen denen ein bisschen. Ich habe nämlich Lust auf Maulwürfe. Hä? Wieso ist er da einfach nicht... Wieso? Was machst du? Du verarschst mich hier, oder? Das gibt's nicht. Diese Maulwürfe spielen mit mir. So. Ja, ich pick up Morsel. Ja, komm schon. Nein, 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 nein. Du hättest wenigstens den Schwanz attackieren können. Was ist, wenn ich den hier kaputt mache? Nichts. Oh, oh, ich brauche unbedingt eine Lichtquelle. Hier ist es gut. Tada, Lichtquelle. Und vielleicht brauchen wir so ein bisschen Dings hin. Ja, verarsch mich ruhig weiter. Du Miststück. So, kannst du nicht irgendwas machen? Nee. Wo ist er? Da, das können wir kaputt weggraben. So, ja. Wir können ihn angreifen. Oh, es tut mir leid für dich, aber ich brauche es. Dieses Zeugs, was ihr hinterlasst, um mich zu sättigen. Oh ja. Zum Glück sind die Nächte noch so kurz. Damit habe ich keine Probleme. Auf jeden Fall nicht. So, was können wir sonst noch hier machen? Oh, schau mal hier. Schöne Lichtquelle. Oh nein, jetzt ist es so dunkel. Renn schnell wieder her. Und jetzt wird es wieder hell. Und... So. So soll es sein. Haben wir gleich noch ein schönes Nugget gefunden. Also schönes Nugget-Ding hier. Und wir können ein paar Bären sammeln. Also ihr wisst schon, wie ich das meine. Ein paar Gräser nebenbei aufsammeln. Ach, das Leben auf einer einsamen Insel kann so schön sein. Ja, so ganz allein. Mit niemandem. Und da ist ein Eingang, ja, zu einer Höhle, wo ich noch nie in meinem Leben war. Ich werde aufpassen müssen und schauen, was ich da mache mit der Höhle. Wieso haben wir da sowas? Ich pflanze sie mal hier, weil ich nett bin. So, wachse, mein liebes Bäumle. Flachse, wachse, Baum. Bäumchen. Ich wollte nicht lässt sagen. Le Baum. Jedenfalls, mal sehen, ob da noch so einer rauskommt. Ja? Okay. Ich frage mich, wie ich so Maulwurfschwänze bekomme. Hier gibt es ja definitiv irgendwie. Also, was ist das eigentlich? I'm not sure what's... Ja, okay, weiß er auch nicht. Hätte ich ja wissen können, dass er es nicht weiß. Hätte ich wissen sollen? Müssen? Irgendwann... Oh, sammeln wir auch Schmetterlinge ein und bauen uns ein schönes, ja, Beet. Okay, drei. Jo. Ah, oh, Säblinge, Säblinge. Ich freue mich schon, wenn ich da auch so eine schöne Farm habe. Voll von euch. Mit 40 Dingern. Dann fehlen nämlich nur noch 40 Berry... Berries, Berry, Bär... Ihr wisst schon. Bären. Ich mag dieses Wort nicht. Es ist verwechselbar. Bären. Oh mein Gott. Pflanzen, also vegan. Vegetarische Bären. Da, schaut mal. Wir können einmal sterben. Leider passiert mir das sehr oft, dass ich danach noch die Dinge brüter besterbe. Also ein schlechtes Omen, oder? Oh, ich will nicht schon wieder sterben. Ich bin gerade so gut in Fahrt. Hab alles, was ich brauche. Ein bisschen Winterausrüstung muss ich noch holen. Dazu müssen wir auch ein paar... Oh, oh, wow. Okay, wir können schauen, dass wir hier noch ein paar Nuggets bekommen. Ja. So. Zack. Auch das ist erledigt. So, was wir jetzt brauchen, sind Berry-Sträuche. Wo waren die denn überall? Ich habe doch voll viele gesehen. Und da, schaut mal. Obsidian. Nein, hier ist gar nichts. Also, keine Ahnung, wo ich die gesehen haben will. Aber hier habe ich schon mal was. Komm, komm. Bewege ich mal hier kurz hin. So. Sehr schön. Also, diese Sträucher, wir können die irgendwie nicht direkt finden. Aber Nahrungsquellen, ja, die sammle ich jetzt nicht auf. Hab schon sehr viele Nahrungsquellen. Vielen Dank. So, ich brauche einfach nicht mehr so viele von euch. Ja, das ist schon hardcore. Na gut, ich kann die aufsammeln. Aber warte, wo so ein König ist, da sind meistens auch so Bärensträucher. Ganz viele. Also müsste ich da doch fündig werden. Wo war der nochmal? Weiter oben, oder? Geradeaus da oben. Okay. Wir werden jetzt geradeaus da oben gehen. Und dem König und seinem Schweinchen alles wegnehmen. Ja, wir denken nicht an die, wir denken an uns.
Denn in erster Linie müssen wir überleben. Und nicht Schweinchen. Dick. Und seine Freunde. Ja, tut mir echt leid für euch. Aber ihr habt euch ja die falsche Umgebung ausgesucht zum Leben? Na, nicht unbedingt. Egal. Einfach Pech, dass ihr mit mir auf meiner Insel seid. Auf die ich gestrandet bin. Das ist schon wieder so ein Ding. Also wieso... Was passiert mit euch hier überall? Wieso tut ihr hier einfach rumgammeln? Hat euch jemand ausgegraben? Die Schweinchen bestimmt. Die sind echt unfreundlich zu Pflanzen. Nur weil sie anders sind. Anders. So wie wir. Ich glaube, da ist ein Schweinchenkönig. Der kann irgendwie Dinge machen. Also uns geben. Ja, da ist ein komisches Drecksloch. Also hier irgendwo muss was sein. Oder ab, genau. Miststück. Hier muss ja auch irgendwo so ein... Wie gesagt, meistens eigentlich kenne ich das so. Aber hier ist schon wieder so ein Feld mit lauter Felsen. Und Eis. Sehr schön. Eis ist important. Glaube ich. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Soweit ich das erfahren habe, ist es sogar relativ sinnlos. Oder man kann damit irgendwas machen. Ich kannte das. Ich kenne das Eis aber nicht. Hier ist kein Bärendings. Hab mich täuschen lassen. Shit, Mann. Ich hab mich echt enttäuscht. Echt extrem enttäuscht. Naja, vielleicht weiter unten. Ja, wir werden nicht zu unserem Lager erstmal zurückkehren, wie es aussieht. Wir werden weiter Zeugs, Oh, mein Hauptsache, ich hab euch hier. Meine kleinen Twix. Jo, das ist das Wichtigste. Hier geht's auch nicht weiter. Eine echte, risikobehaftete Umgebung. Mit wenig Bären. Okay, ich kann mich auch nur von Fleisch und Karotten ernähren. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Ich will mich auch von, naja, Bären ernähren. Bären, ja, diese vegetarischen, süßen Leckerlichkeiten. Ja, die hier überall rumwuseln eigentlich. Wenn ich nicht in der Nähe bin jedenfalls. Ja, euch Sträucher hätte ich gerne. Musst du hier irgendwo was gefunden haben mal. Ich meine, ich finde lauter so... Spinnen? Oh. Okay, hier müssen wir irgendwie durchmarschieren. Kann das sein? Hier, oh Gott, das ist ein... Kein Gebiet, wo ich lang will. Fürchte nämlich das Schlimmste. Außerdem sind hier viel zu viele Spinnen. Aber ihr seht, also an Nuggets werde ich erstmal... Werde ich hier... Oh, schau mal, ich habe dieses Tor gefunden. Hallo Tor, das führt mich in eine andere Welt. Und das wird jetzt hier auch angezeigt. Ja, das konnte ich wissen, dass ich das nehme. Hätte ich wissen sollen. Okay, also, wow. Das ist ein extremes Goldnugget-Feld. Ja, da bin ich ja glücklich, dass ich das hier gefunden habe. So, obwohl ich bin hungrig. Eigentlich hätte ich lieber was zu essen gefunden. Okay, wo können wir denn noch suchen nach Nahrung? Hier überall. Da müssen doch irgendwo Bärenfelder sein. Wo habe ich den ganzen Berries herbekommen damals hier? Nirgendwo. Wir haben noch nicht so wirklich was gefunden an Berries. Wie es aussieht. Na gut, dann suchen wir einfach hier im Nichts. Da, genau. Ich weiß nicht, was das Zeichen soll. Ist da ein totes Schweinchen oder? Hier, seht ihr da, dieses, was ist das? Ich weiß es nicht, da gehe ich jetzt auch hin. Weil es mich extrem interessiert, was das sein könnte. Oh, Mann. So, lass uns da hingehen. Und schauen, was uns erwarten wird. Bei dem... Ach so, das ist dieses Monument. Man könnte es ja schon fast als Weltwunder bezeichnen. Wartet mal. Eine Panflut. Geil. Weiß nicht, was sie macht, aber ich hab sie. Da! Ein Feld voller... Ein Berrybusch. Ein... Berry, ja. Ein Bärenbusch. Da leben Bären drin. Und was haben wir hier gefunden? Ja, ein Speer. So komische Dinge. Die hebe ich auf, oder nicht? Oh! Es wird dunkel. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Los! Ja, okay. Wow. Jetzt hatte ich schon wieder Angst. Also, diese Finsternis bekommt mich schon irgendwann, glaube ich. Die will mich auf jeden Fall. Die will ich so richtig hardcore. Aber... So. Machen wir noch ein bisschen Adful dazu. Und jetzt tun wir die Berries hier. Schön kochen. Ja, ich brauche was für meinen Magen. Ich weiß schon. Und darum essen wir. So.
Sehr leckeres Zeugs hier. Okay. Hat mich ziemlich satt gemacht, würde ich sagen. Dann können wir hier auch noch ein bisschen gucken. Weil ich habe zu viel Fleisch. So schön gebratenes Morselzeugs. 135, ja. Das lassen wir erstmal so, denke ich. Das ist gesund. Was ist das jetzt eigentlich? Okay. Verstehe nicht, was ich damit soll. Aber es ist interessant. Was war das? Hatte ich nicht hier mal ein Auge gesehen? Dachte, ich hätte hier irgendwas gesehen. So, stirb, Katze. Ja, und hier haben wir sowas. Das ist sehr gut. Also die Katzen... Ich brauche die Katzenschwänze, wie gesagt. Ich bin ein Schwanzliebhaber. Deswegen. Ja, unbedingt. Okay, hier ist auch eine Einöde, habe ich das Gefühl. Mit nichts, was ich finden kann. Nothing. Außer natürlich hier eine schlafende Katze. So. So, stirb. Stirb. Oh ja, ein Katzenschwanz. Danke. Danke. Ich liebe dich. Auch wenn du tot bist. Ja, irgendwie. Auf jeden Fall. Haben wir jetzt was Neues gefunden? Und wo führt dieser Weg hin? Wenn wir was Neues entdecken. Wenn wir vielleicht was verpassen. Hier. Da war ich zuletzt, genau. So ein kleines Schweinchen. Nee, oder? Doch. Okay. Es ist Hundetag. Hundetag. Das bedeutet, ich renne mal zurück nach Hause. Das ist, glaub, angenehm. Aber vorher töten wir diese Katze da. Du bist so süß. So. Was? Was machst du da? Nein, er greift die an. Er greift die an. Okay, das darfst du nicht. Ich muss unbedingt hier weg. Aha. Aha. Was haben wir gefunden? Ein Berry-Push, Busch. Ja. Das pusht mich ein bisschen weiter. Meint ihr, nee, hier kommt man nicht lang. Also ich muss unbedingt nach Hause und dann finden wir ein paar... Okay, weil die dauern bestimmt noch ein bisschen, bis die uns angreifen. Und wenn wir es dann schaffen, deswegen überziehe ich jetzt ein bisschen, damit ich das nicht vergesse, dass hier großer Hunde-Attack-Moment ist und dass wir schnell wegrennen. Außerdem brauchen wir wieder ein paar Hirschen, die wir auffangen. Ja. Ah, das ist so geil mit diesen Viechern. Die Katzen sind so leicht zu erledigen. Und die geben einem so gutes Futter. Und ich bin relativ nah daheim, wie ich sehe. Komm, komm, komm. Das ist sehr gut. Ich höre gar nichts. Wilson, du hörst schon Gespenster, glaube ich. So, schau her. Die Hasenpower ist mit mir. So, wo sind wir? Hier, okay. Schräg nach oben laufen. Sehr schön. Ich sollte vielleicht vorsichtig, aber trotzdem hier. Nein, nein. Da kommt niemand. Keine Hunde. Keine Hunde. Wir laufen ja nicht weg. Wir laufen nicht weg, keine Sorge. Ja, wow, ihr holt uns so ein. Nein, nein, nein. Ich will doch noch Spaß haben. Spaß mit Hunden. Ja, komm. Ich weiß, dass ihr es wollt. Ich weiß, dass ihr es wollt. Nicht mich. Nicht mich. Ihr wollt nicht mich. Kommt schon. Da, schau mal. Das ist es, was du willst. Genau. Du willst deinen Kollegen helfen. Da. Ja. Genau. Wieso tun die jetzt hier... Also... Ja, greif doch mal richtig an. Sonst stirbt ihr. Und ich will nicht, dass ihr unbedingt stirbt. Auf jeden Fall stirbt der Hund gerade. Sehr gut. Das habt ihr gut gemacht. Ich bin sehr dankbar dafür. Kann ich jetzt picken? Ja, danke. Und wir... Oh, ich habe wieder alles voll. Das gibt's ja nicht. Wartet mal. Bevor hier also... Wir müssen zu unserem Lager erstmal. Und unser Zeugs ein bisschen kaputt, also wegmachen. Sonst haben wir hier alles zu voll. Sowas können wir hinpacken. Da haben wir einen Katzenschwanz. So. Monsterfutter irgendwie könnten wir auch lagern. Diese Dinger... Kommen wir irgendwo anders bald hin. So, da haben wir auch noch Zeugs. Also, packen wir das hin, genau. Diese Panflöte packen wir da schön hin. Wir sammeln dann erstmal unser ganzes Futter hier auf. Dann müssen wir auch noch die ganzen Häschen befreien. Oh, ist das ein Shit, Mann. Für so viel zu tun.
und so wenig Zeit hier. 3, 3 und 3 hier. Also immer schön trocknen. Hatte ich nicht noch diese kleinen Dinger da? Die vergammeln mir sowieso. Und das muss ja nicht unbedingt vergammeln. Nein, nicht trocknen. Noch, droppt doch nicht immer. So. Okay. War da ein Häschen? Ja, war da. Ein lecker Häschen. Lecker, schmecker. Da, also die lagern das schon ein bisschen. Und bevor die dann... Oh. Ich muss unbedingt aufpassen. Kann die nicht mehr so einfach töten. Nicht, wenn man diese Geräusche hört. Denn sonst kommt ein Dieb. Und der wird uns alle beklauen. Aber den will ich nicht sehen. Ja, auch nicht, glaub mir. Niemand will das. Es ist eine gemeine Kreatur. Es ist eine gemeine Kreatur. Abartig, gemein. Und die wird unser ganzes Basislager zerstören. So, wir tun den quasi hinpacken. Ja, wir müssen natürlich auch demnächst mal... Da, das packen wir dann hier auch hin. So, genau. Wir haben ein paar Büsche bekommen, soweit ich weiß. Die tun wir mal hier mit. Und... Ja, ist voll in dem anderen Store. Schuld. Ja, du schuldest vieles nicht. So, sollen wir auch hier machen. Gut. Und dann essen wir mal von den Kleinen diesmal. Ja. 202, okay. 115 und noch ein großes. 140, das ist gut. Achso, ich habe auch noch Goldnuggets. Soll ich die hier auch irgendwo einlagern? Scheinbar nicht. Okay, Leute. Na, den Tag machen wir jetzt noch zu Ende. Habe ich beschlossen. Bevor ich da jetzt den Tag nicht beende, können wir den auch... Also, bevor ich jetzt den nächsten Tag, da das nächste Mal so wenig wird, machen wir das hier gleich fertig. So, und schauen an, wie viel Schwänze ich noch brauche. Ah, so, hier haben wir unser nächstes Lager, was ich bauen will. Mit den Dingern hier natürlich. Allerdings etwas weiter, also hier so ungefähr. Ja, so, dass ich schön 5er-Feld machen kann, wie da. Ja, und dann droppen wir ein bisschen mehr, so, ja. Genau, wird natürlich nicht total gerade, wie ihr seht. Und es ist auch nicht so einfach. Wo ist das jetzt? Hier. Da, weil er nicht immer... Oh, schon wieder, so spät. Hier, da, voll machen. Ah. So, ja, wir machen hier gleich ein bisschen rein. Zack. Und wir haben aber genug zu essen, oder? Also wir brauchen nicht noch mehr. Wir können hier nochmal... Weil das ja auch unser Sanity ein bisschen erhöht. So. Jetzt, was wollt ihr mit den Schwänzen machen? Ehrlich. Ich tue sie die ganze Zeit farmen und... Für irgendwas war das jetzt hier. Eyeballs, wir brauchen Eyebrella. Geil. dafür nicht. Dafür brauche ich was anderes. Was ist das? Zickfuhr. Wo kriege ich das schon wieder her? Rob und Depperwest. Naja. Es gibt viel Zeugs und ich weiß gar nicht, woher man das alles bekommt. Da war Rüssel, das weiß ich noch. Puffy West, das weiß ich total noch. Und ja, ja, das weiß ich auch, ja. Da muss ich bestimmte Viecher jagen. Raincoat. Was ist das schon wieder? Oh, schon wieder vorbei. Okay, Tentacle Spots, ja. Wartet mal, ich will... Ich hole doch die ganze Zeit irgendwelche Schwänze. Warum? Schau, was ist das? Das ist ein Mullwurm. Ein Toter oder was? Oder kann man die auch fangen? Kann man die einfangen? Ah, Catcap. Da brauche ich 4 dafür. Okay, und sowas wie Silk. So, Leute. Jetzt war der Tag aber lang genug. 14. Tag ist angebrochen. Wir killen die. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser Folge. Und wir sehen uns dann nächste Folge. Hoffe, jetzt greife ich mir nichts Böses an. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann dürft ihr gerne Daumen nach oben geben. Ihr dürft auch gerne kommentieren und abonnieren und bis zum nächsten Mal dann. Ciao!